Wir sind heute in Berlin unterwegs und wir wollen heute auf Barsch gehen. Auf Barsch gehen, genau. Und dann noch eine Abendtour nachher auf Zander besuchen. Mhm. Das ist heute so unsere Ziele. Beste Voraussetzungen, fallender Luftdruck, Ostwind, es könnte nicht besser laufen. Schweinekalt. Wir wissen, was es bedeutet, aber wir sind optimistisch. Ne? Ja, wir schauen mal, ob heute überhaupt was geht, aber ich glaube, ich kann den Fisch schon riechen. Aber nur ein nasser Köder fängt und deswegen mache ich jetzt die Route klar und dann geht's los. Das Erste, was ich eigentlich immer so mache, ist erstmal auswerfen und gar nicht auf die Köderführung oder sowas achten, sondern erstmal gucken, wie tief ist es hier überhaupt. Ich zum Beispiel war in Berlin, direkt in Berlin, fast noch nie angeln, kenne also die ganzen Stellen hier eigentlich so gut wie gar nicht. Ich muss immer erstmal gucken, wie ist eigentlich der Untergrund. Es ist sehr sandig, es ist ein weicher Untergrund, ist da viel Kraut oder ja, sind viele Steine da? Gibt es da irgendwelche Kanten und so weiter? Und deswegen am Anfang erforsche ich sozusagen erstmal den Untergrund, die Tiefe. Und dann, wenn man das so etwas raus hat, dann kann man auch auf die Köderführung achten. Jetzt sind wir zum Beispiel auf Barsch unterwegs. Es ist Winter, ich führe den Köder gerade sehr langsam, sehr grundnah, schlage ab und zu ein bisschen an. Zur genauen Köderführung kommen wir aber gleich erstmal. Jetzt gucke ich erstmal, wie ist eigentlich das Gewässer? Wo angel ich eigentlich gerade, sozusagen? Wo könnten die Fische stehen? Wo geht die Strömung lang? Es ist ja so viel zu beachten, ist das Wasser klar? Ist es trüb? Was für eine Köderfarbe brauche ich? Das ist ja wirklich überall anders. Haben wir starke Strömung oder gar keine Strömung? Finde auch wichtig, wie viel Gramm man denn nimmt. Das kriegt man halt erst nur so nach und nach raus. Das macht die Erfahrung. Und da ist es natürlich super, wenn man so jemanden hat wie Robin, der hier groß geworden ist und der dann gleich Tipps geben kann. Ja, was für eine Route, was für Köder man da eigentlich jetzt zum Beispiel hier an diesem Spot braucht. Ja, ich habe gerade von dir geredet. Was für Köder, was man so braucht, was brauchen wir denn hier so? Kannst du mal zum Beispiel sagen, mit was für Routen wir eigentlich angeln? Also was ist jetzt hier wichtig, wenn wir auf Barsch in Berlin unterwegs sind? Ja, im Sommer nehmen wir auf jeden Fall leichte Routen. Im Winter halt immer eine relativ große Route, weil die Köder auch größer werden. Wir wollen große Barsche fangen, dicke, vollgefressene Winterbarsche. Und da brauchen wir natürlich auch eine Route mit einem dementsprechenden Rückgrat. Wichtig ist, dass die Köder auch ein bisschen größer werden. Ein paar Skirts, ein paar Krabben, ein paar Twitchbaits. Also, und die Route, wie viel Gramm hat die Route? Ja, die kann schon um die 15, 20 Gramm Wurfgewicht haben. Also eine halbe, dreiviertel Unze sollte man schon nehmen, um einfach halt auch größere Köder aktiv präsentieren zu können. Ne? Mhm. Barsch für heute. Gummifisch gebissen. Schöner, knackiger Barsch. Krieg natürlich auch ein Küsschen. Einerseits müssen wir sie doch relativ zackig machen, andererseits wieder ganz langsam. Das hängt mit den Wetterverhältnissen momentan zusammen, die nicht wirklich konstant sind. Aber wir kriegen heute wenig Bisse, aber wenn wir einen Biss bekommen, kommen wir natürlich auch einen schönen Fisch. Und dazu braucht man halt eine Route mit genügend Power. Und vor allen Dingen in Berlin sage ich immer, nehmt den richtigen Kescher mit. Ich verstehe die Leute nicht, die einen zu kleinen Kescher dabei haben, weil es gibt doch immer wieder richtige Ausnahmefische, auch besonders Hechte in den Kanälen. Und dazu brauchst du halt auch ein vernünftiges Landewerkzeug, ja? Weil du halt nicht immer ans Wasser rankommst. Schön kurz darf sie natürlich auch sein, damit man schön unter den Brücken fischen kann, wenn man dann vom Ufer geht. So, der nächste. Oh, der ist besser. Um die Boje herum. Richtig schöner. Der nächste war schon. Was für eine tolle Färbung er hat. Der ist fast eingefroren, der macht sich hier gerade richtig steif. Richtig schick. Jetzt kommen wir erstmal zur Köderführung. Ein paar Barsche haben wir schon eingetütet. Wichtig ist es, dass ihr so immer so um die 7 bis 14 Gramm seid. Ich habe mich jetzt hier für einen kleinen Gummiwurm entschieden, würde ich mal sagen. Grelle Farbe am Schwanz. Und im Winter ist es wichtig, dass wir eine langsamere Köderführung machen, weil die Fische durch die Temperaturen natürlich etwas träger, langsamer unterwegs sind.
Und ich werfe jetzt einfach aus und führe den Köder ganz langsam über den Grund, lasse ihn immer wieder absinken. Ja, ganz langsam mit Kurbelumdrehung und ab und zu mal etwas zackiger. Man muss immer gucken, wo drauf stehen die Fische eigentlich gerade. Und das war der tolle Kescher, der gerade umgekippt ist. So, ich zeige euch jetzt erstmal, wie es geht. Und jetzt mache ich immer ein, zwei Kurbelumdrehungen, lasse ihn wieder runter, ganz langsam. Oder ich leier ihn sozusagen einfach nur mal ein bisschen durchs Wasser durch. Und dann seht ihr es auch schon, zack, zack, zack. Entweder könnt ihr jetzt immer so ein bisschen anjicken, wieder auf den Grund lassen, zwei Kurbelumdrehungen. Aber was mir jetzt hier gerade aufgefallen ist, die Fische stehen extrem darauf, dass ich den einfach nur ganz langsam einleiere. Und ihr seht das auch schon, zack, 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 hier die kleinen Bisse. Und gleich müsste einer hängen bleiben. Und jetzt, Robin hatte schon den ersten Biss, denn er ist die ganze Zeit schon fleißig dabei, auf Zander zu angeln. Ich muss jetzt mal zusehen, nicht, dass er vor mir noch einen Fisch rausholt, obwohl es sei ihm gegönnt. Der Petri, Robin hat Fisch. Der erste. Bei kaltem Wetter. Ja. Aber sie beißen. Ja, so ist es. Der ist aber noch ein bisschen klein, oder? So ist es, der kommt wieder rein. Der darf zurück, dann los. Eine gehäkelte Brasse. Die ist richtig schleimig. Nochmal. Eine gehäkelte Brasse. Eine gehäkelte Bulle. Was? Plötze. Eine gehäkelte Plötze. Du scheinst mich so an, ich kann gar nichts sehen. So, küssi. Und die sind verdammt schleimig. Da haben wir den nächsten kleinen. Wir freuen uns, oder? Selbst über solche Fische. Der darf wieder zurück. Jetzt kommen wir nochmal zu den Ködern, die wir heute verwenden. Größe ungefähr bei Nacht haben wir im Moment 10 bis 15 cm bei 7 bis 14 Gramm. Ja, hat ja auch schon gezeigt, dass Robin zwei Fische gefangen hat. Und ich ein gehäkeltes Rotauge. Naja, gehäkeltes Fass gefangen, würde ich sagen. Aber ich gebe nicht auf. Der Abend ist noch jung und deswegen nur ein nasser Köder fängt. Der nächste Zander. Wieder ein kleiner. Ja, und wieder Robin. Tja, was soll ich sagen? Es nervt. Er kann angeln. Aber hintermaßig. Er darf wieder schwimmen. Und nicht den Küssi ans Fischi vergessen. Und zurück. Jetzt habe ich einfach mal durchgekurbelt den Jig. Also nicht aggressiv, nicht gefaulenzt, ganz normal gekurbelt und da steigt er ein. Und wir freuen uns auch über so einen kleinen Fisch. Petri. Okay, einen Barsch habe ich. Dann eine rote Rotfeder. Jetzt fehlt mir nur noch ein Zander. Und Robin hatte jetzt ein, was hatte er? 14 Gramm Motoröl und 7 cm Köder. Das machen wir jetzt auch mal ran oder so ähnlich. Und beim Durchleiern. Und dann gucken wir, ob wir jetzt auch einen Zander kriegen. Das ist gut so. Muss ja auch zu sehen sein. So, Fisch! Ich sehe überhaupt nicht. Können Sie mich mal bitte nicht so anfassen, sehe ich überhaupt nicht. Ja, den Rest erspare ich euch. Dann habe ich mal wieder so richtig mädchenhaft angestellt. Der Fisch ist mir aus der Hand gerutscht und da es hier so sandig ist, war er dann gleich ein paniertes Schnitzel. Und dann habe ich ihn gleich von seinem Leid befreit. Aber ihr habt ihn ja kurz gesehen, ein schöner Fisch und weiter geht's. Mal sehen, ob wir noch mehr Zander fangen.